ihr Lieben auf dieser großen Welt. Wie ihr sicherlich schon im Titel gelesen habt, ist das jetzt ein kleines, aber kurzes, hoffentlich kurzes, Infovideo zu LS in Bensheim oder auch oft genannt das deutsche Briarfest. Ich werde es dieses Jahr versuchen, kurz zu halten. Einmal, wo ist es? Diesmal aufgepasst, es ist nicht in Elmshausen in der Lautetalhalle, sondern in der Heidenberghalle in Gadernheim. Ich werde es auch nochmal hier unten hinschreiben. Ganz wichtig, nicht in der Lautetalhalle, wie sonst immer. Wann? Am 18.8. Das heißt nächste Woche. Ja, ich bin wieder früh dran. genau, und von wann bis wann? Ich glaube, 9 Uhr fängt es immer an. Bis es halt zu Ende ist, ne? Bis so 17, 18 Uhr, glaube ich, war es immer. Dazwischen ist auch eine Mittagspause. Ich glaube, so um 12 Uhr rum oder halb 1. Genau, da wird auch, glaube ich, die Halle zugemacht. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Mit wem bin ich da? Ich komme wieder mit Celine zusammen. Wie immer, ihr werdet mich wahrscheinlich bei Honey Summer oder auch Maya finden, wie wir auch letztes Jahr waren. Da werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen rumlungern. Wer Maya nicht kennt, das ist die Person mit den schulterlangen, honigblonden, braunen Haaren und dem Pony. Jetzt wisst ihr überhaupt nicht Bescheid, aber egal. Ich denke, mich erkennt man. Achtung, ich habe rote Haare. Nicht blonde, nicht mehr. Ich werde eventuell ein paar Verkaufspferde mitnehmen. Das weiß ich aber noch nicht sicher, weil ich noch nicht weiß, ob ich es fertig kriege. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann kommt es dann halt später über Instagram. Die Verkaufspferde werden wahrscheinlich dann auch eventuell bei Maya umgeschrieben. Wenn ihr Interesse habt, schaut auf Instagram vorbei. Ihr seht jetzt hier unten irgendwo meinen Instagram-Namen. Sonst unten in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr eigentlich alle Daten und so, und da werde ich eventuell auch in meiner Story posten, was ich anhabe oder sowas. Keine Ahnung. Eventuell tue ich es, eventuell nicht. Ich habe auch wieder Karten dabei. Die wie von letztem Jahr. Auch wenn man das vor einigermaßen. Sonst blende ich nachher noch ein Bild ein. Das ist vielleicht auch ein bisschen schauer. Genau, die dürft ihr euch wieder umsonst kostenlos bei mir holen. Ich hoffe, ich habe genügend dabei. Ich denke, ich werde so 20 Stück haben, 30 Stück. Genau, da dürft ihr einfach zu mir herkommen und sagen, Svenja, ich will eine Karte haben. Und da gebe ich euch eine Karte. Und die kann ich euch auch natürlich unterschreiben, wenn ihr das wollt. Weiß ja nicht. Vielleicht wollen es ja ein paar. Selber zum Unterschreiben werde ich wahrscheinlich auch wieder irgendeine Karte oder sowas mitnehmen. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Ja, vielleicht irgendeine Karte, irgendwas auch so in dem Format. Das sieht man aber dann. Ich muss mir noch was einfallen lassen. Ja, und wie ihr es auch schon im Titel gelesen habt, habe ich was vorbereitet. Dass es dieses Jahr endlich gibt. Ich bin ziemlich stolz, dass ich es jetzt endlich geschafft habe. Und zwar ein Fire Rose Poster. Yay! Ich hoffe, man erkennt es so einigermaßen. Ich werde nachher einfach nochmal ein Bild einblenden hier. Es ist lange her. Ich hatte die Idee schon vor ungefähr 2 Jahren. Aber ich habe es irgendwie nie so richtig geschafft, alles umzusetzen, weil ich einfach auch nicht die Motivation hatte und irgendwie es auch nicht richtig geschafft habe. Und dann hat mir die liebe Silly geholfen. Bei dem Design und allem. Danke nochmal dafür. Die habe ich dabei. Leider nur in diesem Format, also A3, weil das andere hat es irgendwie nicht richtig genommen. Und da habe ich ungefähr 20 Stück davon gedruckt. Und die gibt es bei mir zu kaufen. Die werden 3 Euro kosten. Genau. Und wenn ihr eins haben wollt, kommt einfach zu mir und sagt es mir. Wie gesagt, ich habe 20 Stück dabei. Keinen Vorverkauf oder Reservierung oder sowas. Weil das wird mir alles dann zu kompliziert, wenn das jemand will. Wenn sie aus sind, dann sind sie halt aus. Ich habe keine Ahnung, ob es reicht, wie viele welche wollen. Ich dachte mir, ich frage jetzt nicht davor nach, sonst braucht es wieder so ewig. Ich mache es jetzt einfach mal so. Genau. Und da kommen wir auch schon gleich zur nächsten Ankündigung. Voraussichtlich, besser gesagt, was heißt voraussichtlich? Wenn ich die Stimme und alles kriege, kommt am Dienstag die neue Fire Rose Folge raus. Yay! Ich habe es endlich mal wieder nach einem Jahr geschafft. Ja.
Schule und alles frisst halt enorm viel Zeit und schneiden ist anstrengend, vor allem wenn alles nicht klappt, wie man es will. Ich glaube, viele kennen das. Genau, und die kommt dann am Dienstag raus. Folge 17. Ich hoffe, ihr seid dabei und freut euch auf die neue Folge. Ich habe auch schon das Finale fertig. Also was heißt fertig? Ich bin am Schneiden. Diesen Sommer werde ich es hoffentlich schaffen, Firewalls abzuschließen. Yay! Genau. Und ja, ihr seht schon, ich freue mich. Na, dann kann es vielleicht nächstes Jahr schon mit der neuen Serie anfangen. Wer weiß. Ich sag aber noch nichts Festes. Ich freue mich wirklich megamäßig wieder dieses Jahr. Ich hoffe, es wird nicht so komisch wie letztes Jahr, sonst ist es ja irgendwie ein bisschen komisch. Und ganz wichtig noch, wenn ihr Pferde kauft und sowas, bringt am besten euer eigenes Klopapier mit, weil wir hatten da letztes Jahr ganz ein Problem, dass halt Leute von der Toilette Klopapier genommen wurde und dann irgendwie... Daher bringt einfach ein bisschen selber Klopapier und Verpackungsmaterial mit. Es ist ja nicht so schwer und braucht nicht so viel Platz. Dann haben wir einfach keine Probleme mehr. Und am besten langsam um die Tische laufen und nicht rennen. Genau, das war alles, was ich sagen wollte. Ich freue mich sehr. Bis nächste Woche Samstag.